Ich habe ein neues Kanaldesign, ich habe neue Formate, was fehlt jetzt noch? Genau, ein Intro! Ja, das war mein neues Intro. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, dann gibt es noch eine zweite Version. Die Intros sind beide scheiße. Störst du mich schon wieder beim Video machen? Ich bring dich jetzt um mit meinem Lasermesser. Dann siehst du, was du davon hast. Was glaubst du, wer du bist? Ich erledige dich jetzt, meinen Schweizer Taschenlaser. Gold! Ah, so eine Scheiße hier. Hier kann man nicht mal 10 Minuten aus dem Haus gehen, ohne dass der Idiot euch umbringt. Spaß beiseite, Leute. Ja, an sich ist das zweite Intro ziemlich gleich. Die Social Media Bereiche gehen halt nach unten. Ich kann es euch gerne, wenn ihr wollt, im nächsten Video zeigen. Einfach in die Kommentare reinschreiben. Ja, ich würde sagen, ich labere jetzt nicht lange rum, sondern fange gleich mit dem heutigen Thema an. Und zwar ist morgen Halloween und deshalb dachte ich mir, mache ich einfach ein paar Fakten zu Halloween. Also, ob das mit Halloween-Fakten so gut ist, das weiß ich nicht. Du zinnst dich etwas böse an. So ganz schlimmes Make-up und wie Monster. Das mögen die Kinder nicht und deine Videos schauen nicht so viele Kinder. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Scheiße, Mann! Seit wann habe ich einen schwulen Klon? Erstens heißt das homosexuell. Und zweitens bin ich nicht dein Klon, sondern bin ich deine schwule Seite. Ja, tut mir leid, das ist ja auch gut und recht, das werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Darf ich jetzt trotzdem bitte mein Faktenvideo abdrehen? Vorhin haben die zwei Idioten zusammengeschlagen, jetzt kommst du. Ich möchte hier heute echt noch fertig werden. Pell, das kenne ich schon, aber ich kann dich dann wieder trösten, gell? Und das war nicht mehr, das war machst du es alleine, Papa. Das ist ja gütig, dass ich jetzt endlich weitermachen darf. Und zwar würde ich sagen, fangen wir gleich mit dem ersten Fakt an. Halloween ist bereits 6000 Jahre alt. 4000 Jahre vor Christi hat es seinen Ursprung in Irland. Die Wurzeln von Halloween reichen zurück hin bis zu den Kelten. Diese feierten ein Fest namens Shahim. Dieses Fest ist mit dem heutigen Erntedank zu vergleichen. Sanhainaphobie ist der Begriff für die Angst vor Halloween. Süße, das weißt auch nicht du, dass das so heißt, gell? Ich weiß genau, dass du das hast und genau deshalb weißt du das auch, sonst würdest du das gar nicht wissen, du Gescheitloch. Mein lieber Freund, bist du jetzt wohl leise? Ich möchte hier meine Faktenvideos drehen. Dann bin ich halt leise. Zu Halloween ist es Tradition, Kürbisse auszuhöhlen und darin Gesichter reinzuschnitzen. Diese sollen die bösen Geister vertreiben. Außerdem werden zu Halloween viele Kürbiszüchterwettbewerbe gemacht. Der größte Kürbis hatte 2097 Pfund. Das entspricht dem Gewicht eines Kleinwagens. Viele Leute verbinden mit Halloween Süßigkeiten sammeln. In den USA ist dies allerdings nur bis 12 Jahren erlaubt. Wenn man es danach macht, kann man mit einer Strafe bis zu 7000 Euro rechnen. 6,9 Milliarden US-Dollar werden jährlich mit Halloween erwirtschaftet. Somit liegt Halloween in der Liste der konventionellen Feste in den USA auf Platz 2 direkt hinter Weihnachten. Ja Leute, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder da oben könnt ihr mich abonnieren. Hier geht's zum letzten Video. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, ciao.